Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut an diesem Freitagmittag. So, morgen ist es endlich wieder soweit, Spieltag, neues Spiel, neues Glück. Ja, mir graut's eigentlich schon, obwohl ich, jetzt pass auf, ich habe keine Ahnung, was ich tippen soll. Ich greife jetzt mal vor, ich tippe mal 2-1 auf dem FC, aber ich wink schon mal ab, weil am Ende wird es wahrscheinlich ein 1-3 oder sowas, wo wir irgendwann das 1-1 machen und wir freuen uns und hoffen und ne, haben dann wieder irgendwie Blut geleckt oder sowas, jetzt erst recht oder sowas und am Ende jubeln dann die 500 Augsburg-Fans da in Köln. Die nächste Heimniederlage mal wieder, gut, den Gladbach-Sieg jetzt mal rausgenommen, aber boah, gut. Kommen wir jetzt zum Wesentlichen, zum Eigentlichen, zur ja, Bundesliga-Bilanz beider Mannschaften. Der FC gewann 5-mal, 6-mal trennte man sich unentschieden und 7-mal gewannen die Vogelstädter. Also im Grunde fast ausgeglichen die Bilanz. Es wäre ja schön, wenn wir die Bilanz etwas aufhübschen würden, könnten. Ja, natürlich mit einem Sieg oder zumindest mit einem Unentschieden, weil verlieren ist im Grunde komplett verboten. Unabhängig davon, wie die anderen Vereine spielen und punkten oder sowas, ich rechne das jetzt mal ganz gerne vor. Wir haben aktuell 4 Punkte, wie wir alle wissen. Holen wir in dieser Hinrunde, in den 17 gespielten Spielen, nicht noch aus meiner Sicht mindestens 11 Punkte, sodass wir am Ende mit 15 Punkten dastehen, braucht man die Rückrunde gar nicht mehr antreten. Weil um dann 35 plus Punkte zu erreichen, musst du ja mindestens 20 Punkte holen. Und wie soll das Stand jetzt passieren? So, weil Baumgart sagt was? Er ist der verantwortlich ist, er muss die Lösung finden. Ja, auf diese Lösung warte ich schon seit, weiß ich nicht, 6 Wochen oder sowas. Gleichzeitig sagt er, ich muss Lösung finden, er verändert aber nichts. Plus er sagt, wir kommen von unserem Weg nicht ab, wir werden das machen, was wir können. Alles reinhauen. Ja gut, okay. Das mal dazu. Jetzt hat er sich nach Leipzig, verständlicherweise, gebe ich ihm auch recht, hat er die Mannschaft mal angezählt. So. Ich habe immer gesagt, motivieren kann er. Aber selbst das scheint ja wohl auch nicht mehr zu funktionieren. Weil wenn er bei jedem anderen Kram, was er da irgendwie versucht zu machen, reinscheißt und seine diversen Experimente mit Kainz und Hussein Basic auf der Doppel-6 und Weißer Kuckuck, ja, dann darf man sich halt auch nicht wundern. Oder Selke Tigges Doppelsturm, ne, da zittert ja heute noch die Welt vor. Ich weiß nicht, vor einigen Wochen, Monaten hat es geheißen, Baumgart sagte, Selke für die Nationalmannschaft, für die EM, der ist es. Nimm Tigges gleich mit, da scheißen sich alle Nationen jetzt schon in die Hose. Da können die auch mit 10 Verteidigern spielen. Tigges und Selke werden trotzdem 11 Tore zusammen erzielen bei dieser EM. Und wir werden ganz natürlich Europameister werden mit diesem Doppelsturm. Ne? Hat man ja beim FC gesehen, was das bewirken kann. Ne? Wobei es gibt da, oder ich sag andersrum gesagt, jetzt gibt es erst Leute, die sagen, Moment mal, so gut ist der Tigges ja gar nicht. Habe ich mir irgendwie mehr erhofft. Ne? Weil der war ja so gut. Der war so, das war der Modest-Nachfolger. Also, ich weiß gar nicht. Ja, nee, den kann man eigentlich auch mal draußen lassen. So, ja. Die Fans gibt es jetzt auch, die jetzt so langsam so Social-Media-mäßig unterwegs sind. Da fässt du dir eigentlich nur an den Kopf, so in nackter Kanone-Manier oder sowas, ne? Wie das ganze Publikum ja vom Kopf fester, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, gut, lassen wir das mal alles hier, diesen Galgenhumor. Aber wie gesagt, Baumgart redet viel. Sagt das eine, macht das andere, aber wieder dann doch nicht. Ja. Es ist traurig, es ist einfach traurig. Aber gut, so. Was jetzt die letzten Bilanzen gegen Augsburg angeht, sind wir sogar die letzten 3 Spiele unbesiegt. Also wir haben sogar die letzten 3 Spiele gewonnen gegen Augsburg. Wir haben sogar 4 von 5 gewonnen. Hätte man sich eigentlich nie träumen lassen, nachdem wir jahrelang gegen Augsburg Finn Bogason und Jacques Ngellet auf die Mütze bekommen haben. Ja, wäre ja mal schön, dass wir diese Bilanz oder ja, die letzten Spiele gegen die Augsburger, dass man das irgendwie ja weiter beibehält. Denn es gibt ja auch diverse andere Serien, die gegen uns sind, die wir auch nicht brechen. Und die werden auch weiterhin fortgeführt. Also kann jetzt eigentlich gerne mal diese vermeintlich kleine positive Serie für uns vom FC halt auch mal weiter ja, Fortbestand haben. Ne? Dass wir halt einfach morgen auf den Platz gehen, von der ersten Minute an bis zur letzten, einfach mal das Spiel gewinnen. Ohne was anbrennen zu lassen, ohne zu zittern, ohne reinzuscheißen, ohne zu versagen, ohne sonst einfach auf den Platz gehen, Fußball spielen, gewinnen. Punkt. Zack, aus. Wann gab es das zuletzt? Keine Ahnung. Unter Stöger vielleicht, irgendwo in der 2. Liga, wo wir Meister wurden, oder unter Neururer oder Berger oder Olsen oder doch noch bei Daum, ich weiß es nicht. Sagt's mir bitte.
Ne, weil es schon sehr, sehr lange her oder so. Ne? Nein, Quatsch, natürlich auch unter Baumgart mal, aber das ist halt auch schon weit über 2 Jahre her. Und seitdem geht eigentlich der Pfeil klar bergab. So, jetzt, also steiler wie aktuell geht es eigentlich gerade gar nicht mehr. Deswegen, ja, weiß ich nicht. An den Strohhalm aus Thielmann und Uth sich hochziehen, ist das schön und gut und nett. Das könnte man machen, wenn wir jetzt nochmal 6 Wochen weiter sind, irgendwie ein bisschen gepunktet haben, die Jungs dann auch jetzt wieder so weit bei Kräften sind, dass sie A, nicht wieder ausgefallen sind, nicht erkrankt sind oder verletzt sind oder sonst was, sondern halt auch jetzt wirklich tatsächlich Kraft für 90 Minuten haben. Das haben sie aber allerdings Stand jetzt noch nicht. Da müssen sie erst hinbringen. Aber ja, die Leistung beider via Brechstange nach dem 0-3 in Lautern war ja nett anzusehen, aber ja, daran kann man jetzt auch nicht sagen, ja, jetzt gewinnen wir auf jeden Fall. So, weiß ich nicht. Wenn der ein oder andere von den beiden irgendwie einen Gegenspieler hat, der den zweimal auf die Füße tritt, dann ist vielleicht auch erstmal wieder vorbei mit Elan und ja, ich laufe nach vorne und weil mir kann ja keiner was und mich kriegt keiner, weil Thielmann schnell ist und ja so technisch beschlagen ist oder sowas. Weiß ich nicht. Natürlich freue ich mich, dass beide wieder da sind, aber es ist halt trotzdem noch ein langer Weg, bis die beiden wieder bei 100% sind. Ne? Und solange das nicht der Fall ist, muss man auch irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen also realistisch an die Sache rangehen. Ne? Klar hast du jetzt ein bisschen mehr an Alternativen, sei es zum Start weg oder von der Bank, ja, aber das muss ja trotzdem erstmal funktionieren und greifen. Ne? Am Ende des Tages haben wir trotzdem gegen Zweitligisten 3-2 verloren. Also gegen den wir fast 70 Minuten komplett unterlegen waren oder keine Mittel gefunden haben, irgendwie vors Tor zu kommen. Ne? Und Lautern hat auch einige Tore in der zweiten Liga schon kassiert. Und wir haben es fast nicht geschafft, da irgendwie mal vors Tor zu kommen. Ne? Apropos Tore, der FC hat 7 Tore geschossen, 21 kassiert. Ja, Augsburg hat 18 Mal getroffen, also jetzt schon 11 Mal mehr als wir. Aber auch 21 Tore kassiert. Ich glaube, laut Forum, wie auch immer, müsste das irgendwie Rekord sein. Negativ. Ja, es ist halt schwer zu sagen. Jedes Spiel ist halt wieder tatsächlich bei Null. Bei uns sieht das aber ein bisschen anders aus. Es kann natürlich auch sein, dass die Mannschaft jetzt doch wieder irgendwie Bock hat, gewillt ist. Die Seitenwahl so entscheidet, dass wir direkt gleich wie gegen Gladbach auf die Süd spielen und das Spiel vermeintlich schon in der ersten Hälfte irgendwie vielleicht gewinnen wollen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass jetzt morgen irgendwie die Südkurve die Mannschaft wieder irgendwie einschwört oder sowas. Die Mannschaft muss das jetzt selber regeln. Nachdem sie das Derby gewonnen hat, dann aber gegen Leipzig diese Nichtleistung gezeigt haben und auch gegen Lautern war das ja mehr als 2 Drittel einfach nur Scheiße. Ne? Klar werden die Fans die Mannschaft anfeuern morgen im Stadion. Da gibt es keinen Zweifel. Aber wenn es da wieder dauerhaft Anzeichen gibt, dass man sich nicht nach vorne kombinieren kann, weil die Spieler es einfach nicht hinbekommen, aber auch eben weil der Trainer das so möchte, ja, dann wird es halt auch mal dann jetzt auch Zeit, dass in die ersten Pfiffe kommen. Nicht, dass ich das will und verlange, das gibt dann natürlich noch mehr Druck auf die Spieler oder sowas. Aber weiß ich nicht. Die reden immer davon, wir haben den schönsten Beruf der Welt. Jetzt redet Keller davon, die haben Probleme und wir müssen uns mit denen unterhalten und die sind alle psychisch labil. Und es gibt natürlich Diven wie Modest und auch Cordoba teilweise, die musst du streicheln und musst du sagen, du bist toll, du bist gut. Und ja, weiß ich nicht. Hier in Hamburg gibt es, wie gesagt, einen Bezirk, was Ochsenzoll, da gibt es eine Anstalt, da kann ja der 45-Mann-Staff vom FC da mal einfahren und da können die Gespräche führen. Aber nicht mit irgendwelchen Fußballern oder sowas. Dann streich dir mal das Geld, mal gucken, wie sie dann laufen. Ne, also einfacher geht's nicht. Ne, also ganz ehrlich. Auch dieses, wir müssen jetzt Gespräche führen. Ja, der Spieler freut sich schon, wenn er irgendwie abseits nicht trainieren kann, weil wir sowieso, wenn wir trainieren, eine Stunde trainieren, ein bisschen Ditschi-Datschi und von der Stunde Training quatscht der Trainer dich noch 10 Minuten voll. Ja, Digga, was ist denn mit dir los? Und bedrückt dich was? Und wovor hast du Angst? Wieso sind deine Beine schwer? Und von deinen 7 Flanken können ja auch mal 2 ankommen statt nur eine. Ja, erklär dich doch mal. Also ganz ehrlich, also wo sind wir denn hier? Ne? Apropos Flanken, habe ich ja auch schon gesagt, gegen Lautern waren es glaube ich 23 Flanken. 9% sind angekommen. 9. Ja, ich weiß nicht, was sie da trainieren oder was mit denen los ist oder sowas, aber es kann mir doch keiner erzählen, dass kein Spieler vom FC, wenn er 90 Minuten spielen darf und 10 Mal flankt, dass davon mal gerne 6 ankommen und nicht nur 2. Jetzt mal ehrlich, also worüber reden wir hier? Ne? Und da klingelt mir das schon wieder im Ohr, naja, wir haben ja den Bessermacher-Trainer, naja, wen macht er denn besser? Also es wird alles nur noch schlechter. Ne? Ja, kommen wir jetzt zu der Aufstellung. Wie ich persönlich aufstellen würde, wenn ich was zu sagen hätte. Ne? Aber gut, es gibt jetzt so eine Handvoll FC-Fans, behaupten sie FC-Fans zu sein,
die aber gerne Fan von mir sind oder sein möchten, die dann wieder sagen, ja, zum Glück bist du kein Trainer. Ja, klar, ist klar. Warum sollte ich auch Ahnung haben oder sowas? Wir haben ja einen Trainer, der alles besser macht seit letzter Rückrunde und mit der aktuellen Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele haben wir insgesamt gewonnen, letzte Rückrunde zu jetzt, im Vergleich zu den ganzen Niederlagen und den Scheißspielen, die wir haben. Ja, weiß ich nicht. Naja, Schwebe im Tor, ist klar. Ich weiß gar nicht, ob Carstensen jetzt final wieder gesund ist oder ob er immer noch erkältet ist oder angeschlagen ist. Deswegen habe ich Schmitz hinten, auch wenn der komplett scheiße ist. Also formschwach eher gesagt. Hübers, Chabot, ja. Paccarada auch noch, ja. Habe mich jetzt knapp durchgerungen vor Finkgräve. Ja, auf der Doppel-6 habe ich Martel und Hüseyin Basic. Vorne rechts oder rechts, wie auch immer, halb rechts, habe ich Thielmann. Marc Uth auf der 10, links habe ich Kainz und vorne habe ich Waldschmidt. Ja, das wäre jetzt meine Aufstellung, wo ich sagen würde, Jungs, ihr geht da jetzt raus, ihr spielt auf die Süd und ihr seht zu, dass ihr, weiß ich nicht, den Grundstein legt, dass wir das Spiel gewinnen. So. Und die Jungs, die ich, wenn ich Trainer wäre, einwechseln würde, ich muss ja nicht immer 5 einwechseln, ne? Macht Baumgart aber gerne. Auch in der 90. Minute, wo schon alles für und gegen uns entschieden ist, bringe ich trotzdem nochmal 2 Leute, weil wir haben zwar kein Geld, aber die Auflaufprämie, dem gönne ich so einen Kiel ja natürlich noch. So, weil der die Haare schön, der darf jetzt auch nochmal hier seine 10.000 Euro da abgreifen, weil er ja auch mal irgendwie für 10 Sekunden auf dem Platz steht oder sowas. Naja, jedenfalls von der Bank, ich weiß jetzt nicht, ob Pentke auch wieder kann, wahrscheinlich nicht, aber dann halt Köving oder halt Pentke, falls er doch kann. Ist letztendlich auch Schnurz, wer von den beiden da sich dem Arschplatz sitzt. Ja, dann hast du Heinz und Kilian natürlich noch auf der Bank. Sollte Carstensen aber zumindest in den Kader kommen, weil er vielleicht doch Luft für 5 Minuten hat, sitzt der da halt auch. Ansonsten wird wohl Limnios oder Adamian für ihn in den Kader reinrutschen. Ja, Christensen wird wohl nicht dabei sein. Selbst wenn er fit wäre, würde er ja auch keine Rolle spielen. Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht dabei ist. Und dann hast du halt ja die restlichen Jungs eben halt aus ja, Selke, Tigges. Lass mich kurz einmal gucken. Ali Du haben wir halt noch und natürlich dann Meiner. So, das ist dann halt die Bank. Ja, von der Bank kannst du vom Papier her, vom Namen her eigentlich jemanden bringen, wo du denkst, ja, ja, der ist da gut. Ach nee, Ljubicic, der sitzt da ja auch noch rum. Genau. Also Ljubicic ist eine komplette Enttäuschung bislang. Ob das jetzt damit was zu tun hat, dass er beleidigt ist, mucksch ist, dass er doch nicht wechseln durfte jetzt im letzten Sommer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Der hat da gefühlt aus den Spielen zweimal Pokal und Bundesliga hat er vielleicht 2 ordentliche Spiele gehabt. Beim Rest ist er ja überhaupt nicht aufgefallen, ja, wenn eher negativ als positiv. Ne? Also Ljubicic würde bei mir halt auch jetzt auf der Bank sitzen. Ne? Ja, jedenfalls hast du halt die Möglichkeit, von der Bank dann eigentlich noch was zu bringen, in der Hoffnung, dass das dann auch mal wieder funktioniert, weil gefühlt seit letzter Saison und diese Saison bringt es im Grunde gar nichts, wen du halt einwechselst, weil dann überhaupt kein neuer Schwung kommt. Das ist uns ja auch schon seit letzter Saison komplett von abgegangen. So, warum sich das auch nicht mal wieder geändert hat, keine Ahnung. Also es liegt so viel brach und überall zündelt das und es brennt halt. Und du, egal wie du was versuchst oder positiv denkst, du schaffst es nicht, nur ansatzweise ein kleines Feuer zu löschen. Also mittlerweile brennt das da schon an 7 Stellen oder so. Und da müssen wir einfach vom wegkommen. Also die Jungs sollen einfach jetzt endlich mal ihren Kopf freikriegen, einfach Fußball spielen. Und wenn der Gegner am Ende ein Tor besser ist, ja mein Gott, dann ist das halt so. Dann nimmt man das hin und fertig. Aber wir als FC-Fans, wir sitzen nach jedem Spiel hier, nach jedem Spiel und diskutieren über 10 Gründe, warum du dieses Spiel verloren hast oder eben nicht gewonnen hast oder wie auch immer. Und davon sind vielleicht 2 oder 3 ansatzweise positiv zu benennen. Die anderen Punkte sind aber so krass negativ, weil das sich schon seit Monaten durchzieht wie so ein roter Faden, der nicht enden will oder der nicht zu durchtrennen ist. Und das kann es einfach nicht sein. Also, wie gesagt, anstatt Keller jetzt eigentlich auch mal sagt, ey Jungs, wenn hier einer noch eine Zukunft haben will beim FC, dann bitte jetzt, zeig es mir. Und nicht sagen, ja, die haben Angst und das lähmt die Füße und so. Also wir suchen ja weiterhin nur Ausreden. Also das kannst du dir nicht ausdenken. So andere Vereine wie Augsburg, Trainer rausgeschmissen oder gewechselt. 2-mal gewonnen, nach Rückstand. Ich glaube 2-0 gegen Heidenheim hinten gelegen, 5-2 gewonnen. Da haben sie, glaube ich, gegen Wolfsburg 1-0 geführt, 2-1 hinten gelegen. Wobei, da haben sie einen Elfmeter gegen sich bekommen. Also die Wolfsburg haben einen Elfmeter bekommen, wo du auch sagst, Digga, das kann nicht angehen. Ich glaube, Dorsch, hier Omas Liebling, ist irgendwie vorbeigegrätscht und der Wolfsburger kann weiterlaufen und tritt halt. Das ist halt unglücklich. Das ist aber kein Foul, sodass du Elfmeter geben kannst.
irgendwie auf die Wade sozusagen von Dorsch und stolpert halt hin oder fällt halt hin. Und dafür gibt es Elfmeter. Also kann ich jetzt sozusagen als Spieler, ich stehe hier, ich schieße den Ball weg, irgendwo hin, auf die Tribüne in der Regel beim FC, und 3 Sekunden später rennt einer in mich rein. Dann muss ich ja Angst haben, dass ich dafür eine Karte kriege oder einen Foul provoziert habe oder einen Elfmeter verursacht habe. So kommt einem das vor. Aber gut, bei unseren VARs und Schiedsrichtern auf dem Platz und im Keller, ich sage jetzt mal zu 97%, wissen wir, dass die alle keine Ahnung haben und in der Regel immer falsch entscheiden. Also in den seltensten Fällen machen sie wirklich alles richtig. So. Zuletzt kann man sagen, aus unserer FC-Sicht war es halt im Derby. So, Aitekin und Kollegen haben da halt, wenn man sich das anguckt und ohne Fanbrille und weil man einfach ehrlich ist, gesagt, nein, das musste so entschieden werden und wir sind halt gut davon gekommen. Punkt. Ja, beim FC ist noch zu sagen, wir haben übrigens 3 Spieler, die ein FC-Tor geschossen haben oder mehrere. Bei den Augsburgern sind es glatte 10 Spieler, die schon ein oder mehrere Tore geschossen haben. Bester Torschütze ist bei den Augsburgern ist Dimirovic mit 5 Treffern. Auf den muss man natürlich auch ganz besonders achten. Wobei ich auch diesen Jensen enorm stark finde. Ist jetzt die Frage, ob der starten darf oder von der Bank kommt. Aber die Augsburger sind aktuell jetzt, nachdem sie eher schlecht als recht gestartet sind, aber dann den Trainer gewechselt haben, sind sie jetzt eins der laufstärksten Mannschaften. Sie kämpfen, sie beißen, sie sind ein Team, was wir aus meiner Sicht schon lange nicht mehr sind. Die wirklich alles reinhauen, aber auch die Qualitäten haben, sich nach vorne zu spielen und Torschancen zu kriegen, aber diese auch zu verwerten. Also da muss man denen ganz, ganz, ganz klar sagen, also nachdem es auch nicht so gut anfing für sie, jetzt sieht das schon sehr gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und sie spielen halt weiter auf Angriff, verlieren aber trotzdem jetzt die Ordnung nach hinten nicht, obwohl sie aber auch schon so viele Gegentore haben, genauso viele wie wir. Und ja, es ist eigentlich nicht so prall, zu der Zeit jetzt schon irgendwie 21 Gegentore zu haben. Ne? Aber sie scheinen sich jetzt gefangen zu haben. Und ja, wenn wir schon nicht schaffen, gegen Zweitligisten irgendwie uns in 60, 70 Minuten nach vorne zu spielen, um eine Torschance zu haben, dann sogar noch 3-0 hinten liegen, ja, dann weiß ich nicht, wie wir da jetzt irgendwie gegen diese Mannschaft irgendwie jetzt bestehen wollen. Zumindest vom logischen Denken her oder sowas. Natürlich kann man hoffen und bangen und sowas, dass es jetzt mal wieder klappt, der Knoten platzt oder was weiß ich. Wie wahrscheinlich ist das bitte? Sehr gering. Ne? Natürlich habe auch ich die Hoffnung nicht aufgegeben, aber solange man taktisch nicht anders agiert, vielleicht auch mal stabiler, kompakter steht, erstmal die Null hält und nicht da irgendwie mit Brüllen und Pfeifen und Hurra-Fußball, der eigentlich nur für den Gegner toll ist, wird man so halt nichts gewinnen. In jedem Jahr, oder wenn man zurückdenkt, jede andere Mannschaften, die haben gesagt, das funktioniert nicht, was wir machen. Egal wie der Kader jetzt ist, wir müssen jetzt erstmal dicht machen. Und darüber hinaus sind die Schalker ja auch letztes Jahr, haben es tatsächlich fast noch geschafft, irgendwie sich in die Relegation zu retten oder sogar komplett zu retten. So, die haben nicht irgendwie angefangen, Hurra-Fußball zu spielen. Die haben auch erstmal dicht gemacht. Und über diesen ganzen Kampf sind sie dann zu Torschancen gekommen, die sie dann genutzt haben, und daraus sind sie verstärkt emporgekommen. So, natürlich hatten die dann auch nichts mehr zu verlieren nach ihrer Hinrunde, das ist halt auch klar. Die haben halt wirklich mit dem Messer an der Kehle haben sie jedes Spiel gespielt. Und bei uns ist das so, ja gut, verlierst du halt, hast du 3-4 Tage frei, ist doch auch schön. So, das ist das beim FC. Ne? Und anschreien und sich mal irgendwie an die Gurgel gehen, tun die eigenen Spieler ja auch nicht. Das ist alles brav. Also da, weil sie Mario Kart zusammen spielen, das will man ja, weil man will ja auch seinen Spielebuddy nicht verlieren, so ungefähr. Deswegen, warum soll ich den anschreien? Ich tätschel den noch und sage, ja, beim nächsten Mal machst du den Fehler nicht ganz so schlecht vielleicht. So läuft das da bei uns. Und das kannst du doch keinem erzählen. Das ist doch einfach nur lächerlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Gut, abschließend jetzt noch zu den Augsburgern, wie gesagt, sie sind laufstark, sie treten als Team auf, sie erspielen sich Torschancen, sie treffen. Jetzt zum Personal, unabhängig davon, dass ich das noch nicht final weiß, aber Udo Okay fehlt natürlich aufgrund seines Platzverweises letzte Woche. Dafür wird wahrscheinlich dann wohl Pfeiffer in die Mannschaft kommen, wobei es kann auch Taganga sein, aber ich gehe mal von Pfeiffer aus. Weiterhin werden wohl fehlen Winter, Framberger, Arne Meyer. Die können auf jeden Fall wohl nicht mit agieren oder sind nicht dabei. Babu, glaube ich, ist fraglich. Könnte sein, dass er vielleicht wieder in den Kader reinrutscht als Einwechselspieler.
Muss man halt mal sehen. Bevor ich jetzt zur Startaufstellung komme, sage ich jetzt noch mal ein paar Namen, die auf der Bank sitzen bei den Augsburgern, und zwar Kubek als Ersatztorhüter. Dann haben sie halt Bauer, Tanganga wahrscheinlich, Iago oder Pedersen. Einer von beiden wird wohl hinten links anfangen. Sie haben halt Jensen, Beljo, Michel und Mbaku, den wir vielleicht auch gerne gehabt hätten. Zum Beispiel mein guter Freund FC Fabio. Moin, mein Lieber, ich grüße dich. Der hat ja damals auch davon geträumt, holt den für den FC. Das ist ein guter, schneller Mann für die Außen, weil wir wollen ja mit Geschwindigkeit kommen. Wir wollen kontern, Gegenpressing, Attacke und so weiter und so fort. Aber nö, ne? Wir wissen ja, wie die Planung bislang lief. Möglicherweise ist das wohl die Bank. Ne? In der Startaufstellung habe ich demnach den Damen im Tor. Ja, hinten rechts Gumni, Kopfballungeheuer. Ne? Also sollte Tigges eingewechselt werden, wissen wir, dass Gumni alle Kopfbälle gegen Tigges gewinnen wird. Auch wenn der eine so groß ist und der andere so klein ist, wird der Kleine am Ende so hoch springen, weil der Große nämlich keine Sprunggelenke hat und weich wie eine, weiß ich nicht, wie eine Flöte ist, ne, die nicht mehr funktioniert, wie eine eingeweichte Flöte, jetzt habe ich es. Naja, jedenfalls Pfeiffer und Raube Leo werden wohl die Innenverteidigung bilden und dann hinten links Iago oder Pedersen. Auf der Doppel-6 habe ich mich für Elvis, also Rex Bajai, unseren ja, Ex-FC-Spieler vor einigen Jahren, ja, und auch Derby-Helden, ne? Wer sich erinnert, weiß Bescheid. Dorsch und Engels, das ist so ein Dreieck, die können sich wahrscheinlich auch abwechseln, wer wo mal spielt oder sowas. Dann habe ich über links Demirovic, über rechts habe ich dann Vargas und vorne in der Mitte habe ich dann ja, Tietz. Das wäre jetzt so meine Ausstellung, wie ich denken würde, dass die Augsburger so agieren könnten. Allerdings kann auch Beljo oder Michel vorne mit im Angriff sein. Kann auch sein, dass sie mit einer Doppelspitze agieren und nicht mit diesem sozusagen Dreierangriff. Es kommt halt ganz darauf an, ja, ob sie sagen, nee, wir spielen unseren Angriffsspiel weiter hier, also unsere Angriffsaufstellung, und machen jetzt nicht erstmal dicht oder sicher oder sowas, weil eigentlich gegen den FC brauchst du dir ja gar keine Sorgen machen, weil wir wissen ja, wie der FC spielt, gerade wir FC-Fans. Wobei der ein oder andere FC-Fan weiß es immer noch nicht. Er ist immer noch zufrieden und beklatscht alles, ne? Ja, gut. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Bums haltet hier, den ich euch erzählt habe. Ja, gerne auch, was euer Bauchgefühl ist für morgen. Ja, wie gesagt, jetzt gegen Augsburg und gegen Bochum müssen mindestens 4 Punkte her. Wenn nicht, musst du aus meiner Sicht dann die Reißleine ziehen. Völlig egal, ob dann Bayern wartet oder sowas. Aber danach hast du dann halt auch nochmal irgendwie, weiß nicht, 5 Spiele, glaube ich, oder was. Ich will mich jetzt nicht verrechnet haben, wo du dann wirklich gezwungen bist, dann irgendwie mal endlich zu punkten. Aber das wirst du nicht tun, wenn du immer nur redest, aber nichts veränderst, was in Schutz nimmst, die Schuld bei dir suchst, aber nichts veränderst. Jetzt machst du es genau umgekehrt, jetzt greifst du die Spieler an, aber veränderst trotzdem nichts. Ja, so, das ist so Status quo beim FC. Ne? Also uns helfen wirklich, wie gesagt, nur noch Punkte jetzt. Es ist mir dann auch scheißegal, ob wir gut spielen, ob wir schlecht spielen, wir müssen punkten. Und es gab schon andere Mannschaften, die waren genauso scheiße wie wir im Moment, die haben aber irgendwann angefangen zu punkten. So, und dann kannst du auch sagen, gut, dann kannst du den Trainer auch behalten. Aber wenn gar nichts mehr funktioniert, dann muss man was verändern. Und da ist es dann halt nicht die einfachste Lösung, sondern ja, die dann für mich sogar einzige Lösung. Weil du kannst nun mal jetzt nicht den Kader halbwegs auswechseln. Außer an diesen Bessermacher-Trainer, er würde endlich mal Downs vor Tigges stellen. Und wenn Selke weiterhin reinscheißt, was er leider ja auch tut, dann lasse ich halt Downs spielen. Aber nein, der ist dann noch nicht so weit. Aber Tigges ist es oder was? Das passt doch nicht. Und wir beklatschen oder ihr beklatscht diesen Trainer, der diese Denkweise hat. Das kann es nicht sein. Wäre Oles nicht verletzt gewesen oder jetzt gelb gesperrt, der würde auch viel mehr spielen. Der wird wahrscheinlich von Anfang an spielen. So, ich frage mich, warum Adam ja nicht mehr spielen darf. Gleichzeitig müsste aber Baumgart auch sagen, Tigges und Olesen, ihr spielt hier auch nicht mehr, weil ihr seid einfach auch zu schlecht. So, ja, und wie gesagt, es passt einfach alles nicht zusammen. Es passt einfach, wir haben nur Baustellen. Es gibt nichts beim FC, wo du sagen kannst, das ist geil, darauf freue ich mich und da sind wir anderen Mannschaften voraus. Nein, gar nichts. Wir haben vielleicht die hübschesten Cheerleaderinnen oder sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da sind wir wahrscheinlich die Besten. Ja, juhu. Freue ich mich. Nicht. Interessiert überhaupt keinen. Die Mädels machen natürlich einen guten Job oder sowas. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wo man sagen kann, beim FC gibt's was, wo ich richtig stolz bin. Ich bin da richtig stolz drauf.
Schreibt es gerne in die Kommentare, falls es irgendwas gibt. Vielleicht übersehe ich was, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich tippe 2-1 für den FC, guck an. Ne? Ich weiß zwar nicht, wie das morgen passieren soll, aber vielleicht passiert es ja. Ne? Ansonsten wäre es ein 1-3. So, ist ja eher abzusehen, als dass wir tatsächlich 2-1 gewinnen. Ne? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, die Jungs geben endlich mal Gas. Völlig egal, was Keller oder Baumgart da erzählen, weil die Jungs sind genauso in der Bringschuld. Das sage ich auch schon seit Wochen. Alle sind in der Bringschuld, aber es gibt keinen, der da mal irgendwie was sagt oder sowas. Dann gibt es vielleicht so einen Martel wie gegen Kaiserslautern, der natürlich unzufrieden ist, aber das schwappt nicht auf die anderen über oder sowas. Es passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Man nimmt es so hin. Man nimmt es einfach immer nur hin. Und ich sehe es auch morgen wieder schon, die Augsburger sind wie Leverkusen, die fangen an, uns zu schubsen, zu provozieren und unsere Spieler lassen sich wieder schubsen. Es passiert nichts. Es wird da wieder nichts passieren. Und umgekehrt, wenn der Gegner die Standards hat, dann stehen wir da wieder so. Deckst du den, deck ich den, stehe ich da, muss ich, weiß das gar nicht mehr. Wo Flanke, Kopfer, Gegentor, alles klar. Ja, schade, ist egal, komm, vierte Minute, wir haben ja noch Zeit, wir können das noch drehen, komm, mit der Südkurve da am Rücken, ey, die haben uns angefeuert, die haben uns richtig Gas gegeben in Gladbach oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Bei der nächsten Auswärtsfahrt oder sowas, denn rennen da nicht Schalke-Fans hinter Köln dann hinterher, sondern Köln hinter Köln dann oder was. Weil so langsam schwappt das auch, glaube ich, über. Also ich glaube nicht, dass sich diverse Fans im Stadion diese Kacke noch weiter gefallen lassen. Und bevor das passiert, sollten die Verantwortlichen, Baumgart, Trainerteam mit den 27 Leuten da, Keller, und vor allen Dingen auch die Mannschaft, denn jetzt auch mal wirklich, wirklich am Riemen reißen. Wenn ihr schon so wenig trainiert, abschließend mein Wort jetzt noch, dann geht mal saufen. Besauft euch mal und schreit euch mal an und beredet mal, was für eine Mannschaft ihr sein wollt. Wollt ihr dieser Haufen Scheiße sein, der ihr seid? Oder wollt ihr einfach mal wieder dahin kommen, wo man sagen kann, okay, die haben alles gegeben, der Gegner war ein Tor besser, cool. Dann ist das so. Aber so wie das jetzt läuft, seit letzter Saison Rückrunde, oder in dieser Saison, das ist einfach nicht mehr hinnehmbar oder akzeptierbar oder sonst was. Und da gibt es auch nicht mehr schön zu reden oder zu sagen, wie kannst du die eigenen Spieler angreifen? Wie kannst du dies, wie kannst du das? Naja, wenn die mein Geld nehmen, weil ich denen da was in den Arsch schmeiße, weil ich denen hinterherfahre, weil ich Tickets kaufe, weil ich Merchandise bezahle oder sowas, dann kann ich auch mal meinen Mund aufmachen. Ich glaube schon, das geht. Ne? Ja, gut. Wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt und ja, lasst uns mal überraschen, was morgen ab 15:30 Uhr passieren wird. Ne? Ich bin raus, haut rein, schönes Wochenende, macht's gut, tschüss.